Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zu einer Premiere begrüßen, zur ersten rein online Talkrunde des Wirtschaftsbeirates Bayern, Bezirksgruppe München, zum Thema, was bietet der neue Corona-Schutzschirm der LFA Förderbank Bayern und wie kommen die Betriebe an diese Förderkredite. Zu dieser Runde darf ich begrüßen Herrn Florian Albert, den Bereichsleiter Beratung der LFA Förderbank Bayern, sowie Frau Erika Hamel. In diesem Sinne freue ich mich auf eine spannende Diskussion in diesen herausfordernden Zeiten. Normalerweise würde ich jetzt hier auch noch alle anwesenden Honorationen begrüßen. In dem Fall fühlen Sie sich begrüßt auf die Entfernung bei sich am elektronischen Gerät, Bildschirm, iPad. Ich freue mich auf eine gute Diskussion. An der Stelle würde ich gleich mal überleiten zu Herrn Albert und vielleicht einleitend ihn darum bitten, ob er kurz für alle einordnen kann, wie die LFA Förderbank Bayern zu sehen ist im Rahmen der anderen Möglichkeiten der KfW, der direkten Förderungen, zum Beispiel in München durch das Wirtschaftsreferat, die anderen Förderbanken, also wie an der Stelle die LFA einzuordnen ist. Herr Albert, herzlich willkommen online. Hallo, Herr Hammer, grüß Sie. Ja, die LFA hat ganz klare Aufgabe, die Kreditversorgung des Mittelstands zu sichern, hier einen Beitrag zu leisten in diesen dramatischen Zeiten für viele Unternehmen. In guten Zeiten machen wir das, indem wir Investitionen zum Beispiel für Innovationen oder für Energieeffizienz finanzieren. In schlechten Zeiten, wie zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, haben wir den Mittelständlern den Zugang zu frischem Geld, zu Krediten ermöglicht. Um was geht es jetzt? Nun, auf der Zulieferseite gibt es Einbrüche, auf der Nachfrageseite gibt es Einbrüche. Das heißt, Umsätze fehlen. Und wenn Umsätze fehlen, ist das höchste Gebot die Versorgung mit Liquidität. Und hierfür wurden eine Reihe von umfangreichen Möglichkeiten geschaffen durch den Bund, durch den Freistaat. Und die LFA wird hier unterstützen, damit die Hausbanken das Geld, das zur Verfügung gestellt wurde für Kredite, auch an den Mann zu bringen. Wir haben hierfür auch einen Fragebogen vorbereitet. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne einen kurzen Überblick geben über die Hilfsmöglichkeiten. Ja. Also, wenn Sie auf die nächste Seite gehen, sehen Sie die Corona-Hilfen, die es gibt im Umfang des Bundes oder auch des Freistaats. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten der Stundung an Steuervorauszahlungen, Sozialabgaben oder auch die Möglichkeit für Kurzarbeit. All das schafft Liquidität. Wir haben als zweiten Punkt den sehr schnellen Weg der Corona-Soforthilfe. Auch hier in Gemeinschaft von Bund und Land aufgesetzt. Hier können bis zu 50.000 Euro als Soforthilfe, als nicht zurückzahlbarer Zuschuss an die Unternehmen fließen. Die Beantragung ist sehr einfach bei den Bezirksregierungen bzw. bei der Stadt München. Wir haben dann als drittes und als Ergänzung zu diesen Themen Zuschuss, Kurzarbeit und Stundungen das Förderangebot der KfW auf Bundesebene, das sich unter anderem auch an größere Unternehmen oder an Großunternehmen richtet. Und wir haben eben auf Landesebene, hier vor allem in Bayern, das Förderangebot der LFA Förderbank Bayern. Die LFA hat ihren Schutzschirm dahingehend ausgeweitet, dass wir auch auf bestehende Förderkredite oder für bestehende Förderkredite Angebot machen. Das ist sehr schön und einfach zu machen, einfach indem wir die bestehenden Förderkredite tilgungsfrei setzen. Das heißt, die Tilgungsraten bis Ende des Jahres können in einem einfachen Antrag eben ausgesetzt werden. Ist auf der nächsten Seite der Präsentation zu sehen. Das ist Möglichkeit 1. Als Möglichkeit 2 haben wir das Thema der Risikoübernahmen. Hier übernimmt die LFA bis zu 90% des Kreditrisikos und kann so sowohl bei Hausbankdarlehen wie bei Förderkrediten der Hausbank den Weg zur Zusage deutlich vereinfachen. Wir übernehmen 90% des Kreditrisikos
bei der Hausbank verbleiben nur noch 10% des Kreditrisikos. Und der dritte große Weg, den wir beschreiten, um Liquidität in die Unternehmen zu bringen, ist ein eigener Kredit, der Corona-Schutzschirmkredit, den wir aufgestellt haben und der sich an Unternehmen bis zu 500 Millionen Euro Umsatz richtet, also durchaus auch schon größere Mittelständler, natürlich aber auch an die freien Berufe. Und einzige Voraussetzung ist hier, dass die Unternehmen sich vor Ende des Jahres 2019 nicht in Schwierigkeiten befunden haben. Vorteile des Corona-Schutzschirmkredits sind eigentlich diejenigen, die jetzt genau auf die Krise passen. Das heißt, es geht jetzt vor allem um das Thema Betriebsmittelbedarf. Investitionen wären auch gedeckt, aber in der Regel wird es um den Betriebsmittelbedarf gehen, um den laufenden Betrieb, um die laufenden Kosten des Unternehmens weiter zu decken. Die Darlehenshöhe beginnt schon bei 10.000 Euro, geht bis zu 10 Millionen Euro. Die Zinssätze sind äußerst günstig und sind durchgehend für KMU, also für kleine und mittlere Unternehmen bis zu 250 Mitarbeiter bei 1%, bei den größeren Mittelständlern bei 2%. Wir bieten zudem tilgungsfreie Jahre an. Das heißt, im ersten oder im zweiten Jahr der Laufzeit fallen keine Tilgungszahlungen an. Und das Ganze wird begleitet durch eine Risikoentlastung der Hausbank. 90% auch hier unser Anteil am Kreditrisiko. Und wenn das LFA-Risiko unter 500.000 Euro ist, machen wir das Ganze auch noch im beschleunigten Verfahren. Das heißt, die Prüfung des Kreditrisikos läuft alleine bei der Hausbank. Wichtig vielleicht noch und ganz prinzipiell, die Beantragung und Auszahlung des Kredits erfolgt immer bei der Hausbank. Als letzten Tipp in der Folie vielleicht noch der Hinweis, dass wir natürlich auch für individuelle Fragen zu erreichen sind und hier eine Förderberatungshotline zur Verfügung stellen in München, die 2124 und dann die 1000. Dort haben wir sehr viele Gespräche mit Unternehmen geführt zur persönlichen Situation und bieten natürlich auch individuelle Hilfe an. Ja, vielen Dank. Wenn ich da vielleicht, also wir haben im Vorfeld auch unsere Mitglieder gebeten, uns ein paar Fragen reinzugeben, die ich jetzt hier auch, sage ich mal, situativ richtig versuche anzubringen. Vielleicht gleich mal das erste Stichwort Hausbankprinzip. Die LFA übernimmt 90% des Kreditrisikos. Ich höre jetzt von vielen Firmen, dass die Hausbanken wegen der verbleibenden 10% Haftung dennoch die vollständige Kreditprüfung durchführen, was eben jetzt gerade zu schmerzlichen Verzögerungen führt. Was kann denn ein Unternehmen tun, um diesen Vorgang zu beschleunigen? Ist meine Kollegin Frau Hammel auch an Bord? Dann würde ich dir die Frage überlassen. Ansonsten übernehme ich gerne. Müsste auch an Bord sein? Ja. Ah. So. Genau, also die Frage nochmal ganz kurz war eben, was Firmen tun können, um die Kreditprüfung bei den Hausbanken zu beschleunigen, da ja eben nach wie vor wegen der 10% verbleibenden Haftung bei den Hausbanken diese die volle Prüfung des Kredites vornehmen. Ja, grüß Gott nochmals. Also die Frage ist, man muss unterscheiden zwischen Haftung der Banken und Kreditprüfungspflicht. Zu Kreditprüfung sind die Hausbanken und alle Finanzinstitute verpflichtet. Und zwar nach dem Kreditwesengesetz, Paragraph 18, muss die Hausbank bei Neukreditvergabe, aber auch bei laufenden Engagements die Bonität des Krediten muss überprüfen. Ob diese Prüfungen stattfindet, wird von BaFin, von Bankenaufsicht überprüft. Und deshalb müssen sich die Banken an diese Prüfpflichten halten. Hintergrund ist, dass man damit verhindern will, dass Banken unterkapitalisiert werden oder bei größeren Ausfällen dann ins Schleudern kommen.
Das ist natürlich jetzt ein Flaschenhals für die vielen Anträge, die vielen Anfragen, die jetzt kommen bei den Banken. Aber man muss ja auch berücksichtigen, dass durch diese Prüfung gerade verhindert wird, dass Unternehmen, die nicht für diesen Corona-Schirm in Frage kommen, weil sie nicht Corona-bedrängt in die Krise gekommen sind, dadurch dann im Endeffekt ausgesiebt werden können. Mhm. Allerdings Unternehmen, noch vielleicht kurz eine Anmerkung, können die Unternehmen auch schon im Vorfeld was tun, ihre betriebswirtschaftliche Unterlagen aktualisieren, auch der Bank zur Verfügung stellen und dazu können Sie auch mit dem Steuerberater zusammenarbeiten, aber es gibt auch Unternehmensberater, die die Unterlagen vorbereiten können für Bankgespräche, was sich auch ganz gut bewährt hat für kleinere Unternehmen vom BAFA, Bundesamt für Aufsichtskontrolle, das Programm Corona-Beratungsprogramm. Das wird für Unternehmen, die gerade durch die Corona in Krise geraten sind, angeboten. Und dadurch können die Unternehmen bis zum maximal 4.000 Euro der Beratungskosten als Zuschuss erhalten. Vielleicht hier noch kurze Nachfrage. Wie ist es denn, weil Sie sagten, dass hier auch Kredite nicht zu Unrecht ausbezahlt werden, werden denn im Nachgang zur Krise dann nochmal geprüft, ob die Unternehmen, die jetzt unbürokratisch mehr oder weniger unbürokratischen jeweils auch schnell diese Hilfen beansprucht haben, die auch zu Recht beansprucht haben? Also die Prüfung ist, da haben Sie sicherlich schon öfters Unternehmen in Schwierigkeiten dieser EU-Richtlinie davon gehört. Das ist eine Voraussetzung jetzt für die ganzen Corona-Kredite, dass Unternehmen, die nicht durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, eben aus diesem Kreditstock nicht bedient werden. Wir wollen ja damit erreichen, dass in erster Linie Unternehmen, die durch hohe Umsatzrückgänge oder sogar vollständige Ausfälle betroffen sind, in erster Linie diese Kredite bekommen. Hm. Vielleicht noch eine Frage, gibt es denn einen Ansprechpartner, auch in dem Fall bei der LFA, an das sich ein Unternehmen wenden kann, wenn es das Gefühl hat, dass die Hausbank vielleicht nicht optimal oder nicht schnell genug arbeitet, um da um Hilfe zu bitten? Also jeder Unternehmer kann sich an die LFA wenden, an unsere Beratungsabteilung. Wir haben ja unsere Förderberatung und da kann man Informationen sich holen. Für Unternehmen, die in Schwierigkeiten sich befinden, vielleicht nicht unbedingt auch durch Corona-Krise, haben wir auch unsere Taskforce-Beratung. Die Berater versuchen dann die Hintergründe zu finden, indem sie betriebswirtschaftliche Unterlagen durchschauen und versuchen auch nochmals Gespräche mit den Hausbanken zu führen. Aber natürlich können wir die Prüfungspflicht und die Prüfungskonditionen nicht ändern. Mhm. Vielleicht hier noch auch eine Nachfrage. Was ist denn, wenn jetzt durch die Krise entsprechende betriebswirtschaftliche Schieflagen bei den Unternehmen entstehen, was ja durch die Krise passieren kann und entsprechend die Bonitätsanforderungen, die es eigentlich im Normalfall gibt, nicht mehr erfüllt werden können? Gibt es da entsprechende Erleichterungen oder Befreiungen, auf die man sich berufen kann, weil die Unternehmen ja gerade in einer Krise sind? Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Aussetzung von für Unternehmen in Schwierigkeiten. In Normalzeiten können ja keine Unternehmen diese Kredite erhalten, die Unternehmen in Schwierigkeiten sind, diese Förderkredite. Das wurde insofern ausgesetzt, dass wir sagen, die Unternehmen, die zum 31.12.2019 nicht Unternehmen in Schwierigkeiten waren, die sind antragsberechtigt. Und die in dieser in diesem Liquiditätsbedarf können alle Kosten, die entstehen, im Großen und Ganzen beziffert werden und dann auch beantragt werden. Sehr gut. Vielleicht noch mal auch die Frage zu der Soforthilfe, die ja letztendlich auch über den oder neben den Krediten läuft. 9.000 bis 50.000 Euro, das ist ja schon mal ein Wort.
aber möglicherweise eben gerade für Unternehmen, die einen 100-prozentigen Umsatzausfall haben, also ich sage jetzt mal Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungsbereich, um nur einen zu nennen, die haben natürlich ein Problem mit ihren laufenden Fixkosten, also Miete, Leasing, Finanzierungskosten, Personalkosten. Gut, die Personalkosten kann man über die Kurzarbeit möglicherweise regeln. Bei den Mietkosten gibt es eine Stundung. Aber was ist denn mit Leasing und Finanzierungskosten? Die könnten ja diese Unternehmen auch sofort in die Illiquidität bringen, weil was wir haben im Augenblick ist ja de facto eine Liquiditätskrise bei den meisten oder bei den betroffenen Unternehmen. Richtig. Also die von Ihnen genannten Kosten, die können auch im Liquiditätsbedarf mit einberechnet werden. Grundsätzlich kann eigentlich der allgemeine Liquiditätsbedarf die Unternehmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes benötigen, zusammen summiert werden. Dazu zählen auch die Personalkosten, dazu zählt auch planmäßige Kapitaldienst in 2020 und auch Sozialabgaben sowie sogar angemessene Kosten für Lebensunterhaltskosten. Zum Thema Unterlagen vielleicht. Welche Unterlagen für den Schutzschirmkredit müssen denn bei der Bank eingereicht werden? Und was sind dann auch die Fristen? Also ich meine, können dann Unterlagen nachgereicht werden, respektive wenn jetzt zum Beispiel auch Bonitätsunterlagen nur zum einen mit Stand letzten Jahres 31.12. vorliegen, ist das ausreichend? Weil in der jetzigen kurzfristigen Krise hat vielleicht auch nicht jeder die Zeit, alles perfekt zusammenzutragen. Ja, also grundsätzlich sind ja die letzten zwei Jahresbilanzen oder Einnahmeüberschussrechnungen einzureichen, so wie BWAs. Bezüglich Corona-Kredite ist es so, dass die BWA für 2019 ausreichend ist und ein Liquiditätsplan wäre erforderlich, weil dadurch kann man dann auch den tatsächlichen Liquiditätsbedarf sehen, was das Unternehmen für Fixkosten und sonstige Kosten hat, die obwohl keine Umsatz oder wenig Umsatz fließt. Gut, und ich gehe auch davon aus, dass Unterlagen entsprechend auch nachgereicht werden können, oder wie ist das dann zu verstehen? Nachgereicht werden, also es ist jetzt nicht so, wenn die Bilanz jetzt 2019 in zwei Wochen fertig wird, dann ist es meisten Fällen auch sinnvoll, die nachzureichen. Und wenn es dann im Nachgang weiteren Liquiditätsbedarf gibt, können dann weitere Anträge gestellt werden? Das ist richtig, ja. Also wenn durch die verlängerten Maßnahmen, wir wissen noch nicht, welche Betriebe wie lang betroffen sind, dann noch zusätzlicher Liquiditätsbedarf entsteht, können neue Kredite, also neue Anträge gestellt werden bis zum Höchstbetrag von 10 Millionen Euro in Corona-Schutzkredit. Und wenn jetzt ein Unternehmen bei der LFA und auch bei anderen zum Beispiel oder auch Kreditanträge bei der KfW gestellt hat, wird das zusammengerechnet? Kollidiert das dann oder laufen die parallel? Das muss man im Einzelfall prüfen. Es gibt Programme, wo die Kumulierung ausgeschlossen ist, aber die meisten Programme sind kumulierbar, das heißt, man muss dann nur Notfall die Beihilfewerte zusammenrechnen. Das kann ich aber so im Großen und Ganzen nicht sagen, das muss man einzeln prüfen. Prima. Und eine Frage war auch, welche Sicherheiten für die Schutzschirmkredite gestellt werden. Es gibt ja die 90% Haftungsübernahme. Ich glaube aber, die Banken fordern nach wie vor, glaube ich, auch Sicherheiten von dem Unternehmen bis zu 100%. Was muss denn da geleistet werden? Also bis zu 500.000 Euro Risiko für die LFA. Verlangen wir von der LFA keine konkreten Sicherheiten. Es wird von den Hausbanken verlangt, dass die Bank üblich absichern, was im extremen Fall heißt, also Blanko-Kredite werden nicht ausgereicht. Das heißt, wenn keine anderen Sicherheiten vorhanden sind, dann nehmen wir die Nachranghaftung für diese Kredite für alle in Banco-Bigo bis jetzt herangezogenen Sicherheiten. Gut.
In Bezug auf die Kredite noch eine Frage, Tilgung und Zinsen, Stichwort Tilgungsaussetzung. Wie ist es denn, bis wann werden denn die Raten eines LFA-Darlehens gestundet oder bis wann müssen die denn zurückgeführt werden? Irgendwo läutet ein Telefon. Okay. Die LFA-Darlehen können gestundet werden und die Rückführung ist am Ende der Laufzeit in eine Summe, was natürlich auch bedacht werden muss. Das sind vier vierteljährliche Raten, die wir stunden können. Und an sonstige Bankkredite muss man dann mit den Banken verhandeln, beziehungsweise den Kapitaldienst kann man auch mit dem Sofortkredit, Soforthilfe, Corona-Soforthilfe abdecken. Und vielleicht für die Planung auch, wie lange im Voraus muss denn zum Beispiel jetzt die Liquiditätsplanung sein? Also ich meine, sind das jetzt kurzfristige Zeithorizonte, die hier abgefragt werden? Oder muss man eine ganze Jahresplanung vorlegen? Was ist da so die Richtschnur? Was wird da erwartet? Also wir sagen jetzt den Liquiditätsplan für 2020, weil natürlich auch die Entwicklung irgendwo eingeschätzt werden muss. Wann ist dann wieder Normalzustand? Allerdings die wichtigste Phase, die drei Monate, die jetzt dann den Liquiditätsbedarf auch bei den meisten Fällen bestimmen, wäre natürlich schon ganz wichtig. Also wir sagen Liquiditätsplan für das Jahr 2020. Also fürs gesamte Jahr. Wie ist es denn jetzt auch vom Inhalt her? Was ist denn mit Unternehmen, bayerischen Unternehmen, die auch im Ausland entsprechend aktiv sind? Also die dort vielleicht Tochterunternehmen oder Niederlassungen haben und die auch betroffen sind. Werden diese Unternehmen vom Corona-Schutzschirm auch erfasst? Vom Corona-Schutzschirm werden in erster Linie bayerische Unternehmen erfasst, die eine Betriebsstätte in Bayern haben. Also Unternehmen, die im Ausland ansässig sind und in Bayern nur eine Holding haben, sind bei uns nicht antragsberechtigt. Nicht antragsberechtigt. Also, aber wenn es ein bayerisches Unternehmen ist, das hier in Bayern damit auch Mehrwert schafft, Arbeitsplätze sichert, dann schon. Wenn das bayerische Unternehmen in Bayern Betriebsstätten hat, ja. Die ausländischen Betriebsstätten können nicht über diese bayerische Co. abgesichert werden, über diesen bayerischen Kredit abgesichert werden. Mhm. Vielleicht noch eine Frage. Also ich schaue jetzt mal, dass ich Publikumsfragen in irgendeiner Form auch irgendwie versuche zu berücksichtigen. Wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel sich ein Unternehmen und ein Unternehmer selber für seine Immobilie Miete bezahlt und damit auch quasi seinen eigenen Lebensunterhalt finanziert? Ist das quasi auch finanzierbar oder ist das was dann im Prinzip, auf das der Unternehmer dann verzichten muss? Man muss natürlich das Unternehmen konsolidiert, also zusammengezogen betrachtet, gerade wenn die sogenannte Betriebsausspaltung stattfindet und das gesamte Unternehmen dann berücksichtigen. Natürlich fallen dann Zahlungen innerhalb eines Unternehmerkonglomerats nicht unter diesen Liquiditätsbedarf. Okay. Dann noch eine Frage jetzt bezogen auf eine neue Nachricht, die vorgestern kam. Es wurde wohl jetzt ein KfW-Sofortprogramm, der sogenannte KfW-Schnellkredit, beschlossen. Hiermit sollen kleine und mittlere Unternehmen durch KfW-Darlehen in Höhe von 3 Monatsumsätzen pro Unternehmen bis zu einem Höchstbetrag von 800.000 Euro und einer 100%igen Haftungsfreistellung mit schneller Liquiditätshilfe unterstützt werden. Können Sie da schon mehr dazu sagen? Es scheint ja eine sehr frische Entwicklung zu sein. In der Tat ist es sehr frisch und deshalb haben wir auch noch keine detaillierten Informationen. Soweit ich weiß, läuft die Antragstellung noch nicht und da kann ich leider jetzt keine detaillierten Informationen geben. Okay. Jetzt auch bezogen auf die KfW-Darlehen,
Wenn jetzt die Risikoprüfung durch die Hausbank für ein LFA oder beziehungsweise für die LFA-Kredite erfolgt ja die Risikoprüfung durch die Hausbanken. Gilt das dann auch für diese Schnellkredite durch die KfW oder sind die auf einer völlig getrennten Ebene zu sehen? Ich glaube, das sind auf völlig getrennte Ebene zu sehen. Der Corona-Schutzschirm und andere Kredite der LFA, dazu wird eine Bonitätsprüfung benötigt und auch eine Einstufung in eine Risikoklasse wird benötigt. Wie das bei dem Schnellprogramm ist, da habe ich noch keine konkrete, detaillierte Informationen. Okay. Vielleicht noch eine Frage, die sich jetzt auch mehr so im Bankenbereich bewegt. Wir bekommen immer wieder mit, dass es durchaus auch im Interbankenhandel Störungen gibt, was dazu führt, dass die Banken untereinander sich gegenseitig nicht mehr so freizügig Geld leihen, was dazu führt, dass die Liquiditätskosten steigen, was 50 bis 100 Basispunkte bedeuten kann, was natürlich eine massive Erhöhung von Finanzierungskosten bedeutet, von einem halben bis einem ganzen Prozentpunkt. Ist das auch Ihre Beobachtung, respektive wie können Unternehmen denn vor diesen hohen Zinssätzen oder diesen höheren Zinssätzen geschützt werden? Ja, also die LFA hat im Rahmen des Corona-Schutzschirms schon die ersten Maßnahmen ergriffen. Wir haben ohne die Bonitätseinstufungen von den Banken zu beachten, bei den Unternehmen jetzt in unseren allen Preisklassen für KMU-Unternehmen einen Zinssatz von 1% und für größere Unternehmen einen Zinssatz von 2% ermöglicht. Und ich denke, für eine reine Betriebsmittelfinanzierung ist das ein durchaus aktuelles, durchaus attraktives Angebot. Okay. Vielleicht noch, weil wir den Herrn Albert jetzt immer irgendwie ausgeschlossen haben in unserer Diskussion. Vorher war ich leider nicht in der Leitung. Deswegen habe ich den ersten Teil gar nicht richtig mitbekommen, weil ich kein Bild und kein Ton gehabt habe. Also gut, aber jetzt vielleicht nochmal, Herr Arbeit, wie ist es denn mit den Laufzeiten? Wie lange sind die Laufzeiten der Corona-Schutzschirmkredite? Auf was müssen sich denn die Unternehmen, wie lange müssen die Unternehmen wieder und wie schnell müssen die Unternehmen wieder auf die Beine kommen, das zurückbezahlen zu können? Ja, also hier versuchen wir auch sehr flexibel unser Angebot zu gestalten. Wir sind hier in einem Laufzeitspektrum zwischen 2 und 6 Jahren tätig. Das heißt, der Unternehmer kann sich aussuchen, ob er den Kredit innerhalb von 2 Jahren oder bis zu 6 Jahren zurückzahlt und so die Belastung auch auf die nächsten Jahre verteilt. Wichtig ist, wie gesagt, auch noch, dass wir die Möglichkeit haben, die ersten 2 Jahre sogar tilgungsfrei zu halten. Also das verschafft dem Unternehmen auf jeden Fall jetzt im ersten Jahr, aber vielleicht sogar auch im zweiten Jahr nochmal zusätzliche Luft. Gerade im Tourismusbereich brechen ja bei Unternehmen teilweise 90% oder mehr der aktuellen Umsätze weg, vielleicht auch 70% oder mehr des Jahresumsatzes, die vielleicht dann Schwierigkeiten haben, es in 6 Jahren zurückzuzahlen. Gibt es denn da Möglichkeiten, das eventuell zu verlängern, wenn das Unternehmen wieder auf die Beine kommt, man aber merkt, dass einfach es vom Zeitablauf nicht funktioniert? Ja, wir haben natürlich auch weitere Kreditprogramme, die dann angeschlossen werden können. Es ist zum Beispiel die Möglichkeit, da über unseren Universalkredit diese laufenden Kosten, diese Betriebsmittel auch längerfristig zu finanzieren. Okay. Vielleicht noch eine Frage, die ich jetzt hier direkt von unserer Präsidentin, Frau Professor Niebler, kriege. Sollten die Kreditprüfungspflichten durch die BaFin gelockert werden? Also sprich, dass es einfach jetzt mal vereinfacht wird und lockerer wird kurzfristig. Wie sehen Sie das? Naja, das ist natürlich eine typische Frage mit einem gewissen Zielkonflikt. Im Rahmen der Finanzkrise vor gut 10 Jahren hat man ja auch aus guten Gründen beschlossen, die Banken zu regulieren und den Banken auch strikte Vorgaben zu machen, wann und wie Kredite zu vergeben sind. Jetzt haben wir natürlich sehr plötzlich eine ganz andere Situation da, wo unsere Wirtschaft darauf angewiesen ist,
sehr schnell an Gelder aus den Banken zu kommen. Und ich glaube, in dieser Frage bewegt sich im politischen Hintergrund gerade sehr viel. Und ich glaube, dort müssen die Antworten auch gegeben werden. Vielleicht noch eine praktische Frage. Die Frau Habel hat ja vorher auch gesagt, die Liquiditätsplanung für das Jahr 2020. Wir als Unternehmen sind ja gewöhnt, bei Liquiditäts- und Geschäftsplanungen so seriös wie möglich vorzugehen. In der derzeitigen Krise ist natürlich ganz viel unbekannt. Also wir reden von sehr vielen überhaupt nicht voraussehbaren Entwicklungen. Wie seriös kann denn dann in dem Fall so eine Liquiditätsplanung sein und was sind denn dann die Anforderungen? Weil im Prinzip muss man da fast schon beide Augen zudrücken, um gerade in manchen Branchen auch überhaupt sinnvoll vorgehen zu können. Nun ja, man muss einfach so genau, wie es geht, kalkulieren. Seine Kosten weiß man ja. Und was einem an Umsatz wegbricht, das hat man vielleicht die letzten Tage und Wochen schon erlebt. Und von dem her denke ich, ist es wichtig, mit einer sehr realistischen Planung jetzt auch frühzeitig, wenn das noch nicht geschehen ist, sehr frühzeitig und umgehend mit seinem vertrauten Bankberater zu sprechen und auch abzuholen, was denn die Bank gerne für Auskünfte hätte. Bevor man hier ins Blaue reinfabuliert, ist, glaube ich, ein Gespräch, ein persönliches Gespräch mit seinem Hausbankberater sehr wichtig und sehr nutzbringend, um hier möglichst genaue Angaben machen zu können, die die Bank dann auch verwerten kann in ihren Prozessen. Okay, vielleicht auch nochmal eine Frage, die vorhin reinkam bezüglich der Geschwindigkeit. Was ist denn der schnellere Weg jetzt, die für ein Unternehmen die KfW-Sofortkredite beantragen oder doch lieber auf der bayerischen Ebene die LFA-Kredite mit den Hausbanken zu beantragen? Was würden Sie einem Unternehmen, das es kurzfristig Liquiditätsprobleme hat, da empfehlen? Also Fakt ist ja erstmal, dass diese KfW-Schnellkredite gestern angekündigt wurden, aber meines Wissens nach ja noch nicht beantragbar sind. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass auch die LFA an sogenannten Schnellkrediten arbeitet. Und auch wir für ein bestimmtes Klientel, und zwar für die Unternehmerschaft zwischen einem Mitarbeiter bis zu 10 Mitarbeitern, an so einem Schnellkredit arbeiten. Das heißt, auch der Freistaat Bayern wird hier für dieses Klientel, für diese Unternehmen, für diese vielen Handwerksbetriebe, für die vielen Gastronomiebetriebe in Bayern, für die vielen Industrie- und Handelsbetriebe, die kleinerer Art sind, hier ein Schnellkreditangebot machen. Und beide Angebote, das von der KfW, das sich an Unternehmen ab 10 Mitarbeiter bis 250 Mitarbeiter rechnet, sowie unser Angebot von einem bis 10 Mitarbeitern, sind derzeit in Arbeit. Wenn es jetzt um schnelle Soforthilfe geht, denke ich, ist das Thema Soforthilfe als Zuschuss für die Bezirksregierung ganz wichtig. Ist es wichtig, seine Kosten sofort runterzufahren? Und ist es wichtig, ins Gespräch mit der Hausbank zu kommen, ob die Hausbank nicht einen Überbrückungskredit ausreichen kann, bis diese Schnellkredite von KfW und LFA verfügbar sind. Sofort verfügbar ist natürlich auch jetzt schon unser Corona-Schutzschirmkredit. Der kann beantragt werden mit einer 90-prozentigen Haftungsfreistellung der Hausbank. Also das ist eine schnelle Möglichkeit, vor allem auch mit dem sehr vereinfachten Verfahren bis zu Risiken bis 500.000 Euro. Also da können wir sehr schnell helfen. Jetzt nochmal eine praktische Frage, die auch gerade kam. Es gibt ja für die Banken die eine Möglichkeit, die 100% abgesicherten Schnellkredite zu vergeben mit einer höheren Zinsbelastung oder eben die zu 90% günstigeren. Was ist denn da aus Ihrer Sicht die Motivation der Banken, die zwischen den beiden Krediten zu unterscheiden, frage ich jetzt einfach mal ganz salomonisch. Naja, hier wird es auf die individuelle Unternehmenssituation ankommen. Und ich denke, dass es jetzt uns nicht ansteht, hier für die Hausbanken zu sprechen, sondern das ist Thema der Kreditverhandlung, des Kreditgesprächs der Hausbank mit dem Unternehmen und eine individuelle Entscheidung, was das Thema Zeitfaktor betrifft natürlich und was das Thema sonstige Bonitäten und Sicherheiten des Unternehmens betrifft und Bereitschaft der Hausbank, eben hier die 90% eben auch mitzumachen.
oder auf die 100% zu warten. Vielleicht auch eine grundsätzliche Frage. Es ist ja so, dass die meisten oder viele der Programme sind ja Kreditprogramme, wo letztendlich dem Unternehmen kurzfristig Liquidität zur Verfügung gestellt wird, die aber zurückbezahlt werden muss. Jetzt höre ich von dem einen oder anderen, der sagt, ja, wir haben aber tatsächlich echte Ausfälle und echte Schäden, die letztendlich durch eine durch höhere Gewalt, durch eine Regierungsentscheidung entstanden sind. Dafür sind ja dann letztendlich die Soforthilfe bzw. die Soforthilfen, die ja letztendlich Zuschüsse sind, gedacht. Erwarten Sie, dass da noch was kommt in die Richtung und dass man sich ganz konkret auf das Thema Kredite konzentriert oder dass eben auch noch weitere, sage ich mal, Versicherungsleistungen, nenne ich es jetzt mal, in die Richtung kommen? Das bleibt abzuwarten. Genauso wie Sie erleben wir alle, glaube ich, jetzt von Tag zu Tag neue Situationen und was wir, glaube ich, auch alle erleben, ist eine sehr tatkräftige Politik, eine sehr tatkräftige Weichenstellung, die die Situation eben jeden Tag neu bewertet und hier auch sukzessive, Schritt für Schritt eigentlich die richtigen Antworten gegeben hat und das Hilfsprogramm immer weiter aufgebaut und aufgefächert hat. Von dem her denke ich, dass wir abwarten können, ob hier noch was passiert. Mein Eindruck ist der, dass hier sehr genau hingeschaut wird, wo akuter Bedarf besteht und hier auch entsprechend gehandelt wird. Vielleicht da noch eine Nachfrage. Es ist ja die Voraussetzung, dass das Unternehmen nicht bereits in Schwierigkeiten war. Wie wird es denn gemessen oder wann ist das der Fall, dass man sagt, das Unternehmen war eigentlich gesund und kommt jetzt nur durch diesen externen Schock in Schwierigkeiten? Naja, das ist so, dass das Unternehmen eben bis zum 31.12.2019 gesund sein hat müssen. Das heißt, dass ein tragfähiges wirtschaftliches Konzept hinter dem Unternehmen gesteckt ist. Wenn das nicht der Fall ist und wenn es quasi dauerhaft und absehbar mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen hat, dann ist es in Schwierigkeiten. Genau bemisst sich das daran, dass durch die Verluste, die aufgelaufen sind, mehr als die Hälfte des Eigenkapitals aufgebraucht ist. Gut, das ist mal ein Richtwert. Vielleicht hier noch eine Sache, die sich durch Gespräche, die ich in den letzten Wochen geführt habe, aber auch durch einige der Wortmeldungen immer wieder durchzieht, ist eben die Anführungszeichen Klage, dass die Hausbanken nicht so schnell sind, wie sie sein müssten, dass möglicherweise die ein oder andere Hausbank ein eigenes Produkt verkaufen will oder den Hausbanken die Zinsen nicht hoch genug sind, die Margen nicht ausreichen. Da einfach nochmal die Frage, was können Unternehmen machen, die das Gefühl haben, dass ihre Hausbank sie hier jetzt nicht optimal begleitet, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch nicht optimal die durchaus reichhaltigen Angebote der LFA oder der KfW weitergibt? Nun ja, also wir erleben durchaus auch viele Situationen, in denen die Hausbanken sehr gut und sehr schnell geholfen haben. Es gibt auf der anderen Seite natürlich Situationen und Unternehmen, die es gerade sehr schwer haben, an Kredite zu kommen. Das ist Teil der Wahrheit. Unternehmen, die das erleben und eben auch Schwierigkeiten mit der Hausbank haben, sollten vielleicht auch nochmal, so ist unsere Erfahrung zumindest, nochmal ins genaue Gespräch mit der Hausbank gehen, woran es denn genau hakt, was genau fehlt. Liegt es an Unterlagen? Liegt es an dem Konzept? Liegt es an anderen Dingen, die im Unternehmen begründet sind? Oder sind es wirklich nur die exogenen Faktoren? Also da ist der Strauß sehr bunt und da hilft wirklich auch nochmal das genaue Nachfragen beim Hausbankberater. Ein Punkt, der hier noch helfen kann, ist die Förderung eines Unternehmensberaters durch die BaFa, durch das Bundeswirtschaftsministerium. So ein Unternehmensberater kann, wenn er gut ist, sehr schnell und sehr gut hier auch für so ein Bankgespräch Unterlagen aufbereiten, kann eventuell auch bei einem Bankgespräch vorbereiten, begleiten oder nachbereiten. Also hier übernimmt das Bundeswirtschaftsministerium bis zu 4.000 Euro dieser Beratungskosten, um sich auf sein Bankgespräch nochmal fit zu machen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, natürlich kann man auch bei uns sich vorab beraten lassen, wie denn die genauen Möglichkeiten sind.
was die Voraussetzungen für einen Förderkredit sind und mit diesem Wissen auch nochmal ins Gespräch mit der Hausbank gehen, um dort auch besser argumentieren zu können und nochmal genau die Vorteile des Förderkredits oder auch eventuell die Ablehnungsgründe mit dem Hausbanker zusammen zu besprechen. Hier ist unsere Hotline, wie ich vorher erwähnt habe, oder auch auf unserer Internetseite, die lfa.de, denke ich mal ganz hilfreich. Das können wir nachher auch gerne nochmal mit einblenden. Wie ist es denn, weil Sie gerade von den Hausbanken gesprochen haben, ich kriege ja gerade auch von Sparkassen einiges in Rückmeldung, dass die unglaublich viele Kreditanträge jetzt auf den Tisch kriegen. Was ist denn da so Ihr Einblick, was jetzt, sage ich mal, die Flut angeht? Kommen die Hausbanken damit gut zurecht? Oder gibt es hier auch vielleicht Engpässe? Oder muss man da auch dem einen oder anderen auch mal ein bisschen Geduld zugestehen? Auch wenn die Geduld im Augenblick schwer natürlich aufzubringen ist. Ja, die Geduld ist natürlich schwierig aufzubringen, wenn einem gerade das Wasser bis zum Halse steht. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite habe ich doch den Eindruck, dass sich die Hausbanken sehr ernsthaft und gewissenhaft mit der Situation auseinandersetzen und ihre Kundschaft hier begleiten wollen. Natürlich müssen die Hausbanken sich jetzt auch erstmal auf die neue Situation einstellen. Wie gesagt, es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt Prozessthemen und es gibt natürlich auch das Thema der Manpower. Wenn man hier plötzlich von einer exponentiellen Kurve der Kreditanträge und der Finanzierungsgespräche spricht, muss man natürlich auch sehen, dass auch die Hausbanken das Geschäft erstmal bewältigen müssen, auch vor dem Hintergrund, dass sie wie viele von uns aus dem Homeoffice heraus natürlich arbeiten. Von dem her ist da natürlich auch eine Herausforderung bei den Hausbanken da. Aber ich habe den Eindruck, die Hausbanken sind bei der Stange und wollen ihrem Mittelstand weiter zur Seite stehen. Ja, also an der Stelle muss ich auch nochmal auch da eine Lanze brechen. Sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Erfahrungen, aber was wir so mitbekommen, sind gerade die lokalen Banken, Sparkassen, Raiffeisenbanken hier wirklich am Rotieren und versuchen, vieles möglich zu machen. Aber am Ende des Tages haben die natürlich auch alle ihre Einschränkungen. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage. Nochmal, wir hatten Sie vorher schon mal teilweise zur Besicherung, weil sie gerade wieder kommt. Wie ist es, wenn jetzt, welche zusätzlichen Sicherheiten können vom Kreditnehmer noch erwartet werden, wenn jetzt ohnehin bereits 90% durch die LFA abgedeckt werden? Ist es dann eine Übersicherung, wenn jetzt der Kreditnehmer auch privat teilweise nochmal mit 100% haftet oder ersetzt sich das dann? Nein, es ist keine Übersicherung, sondern der Vorgang ist der, dass die Hausbank, und es liegt in dem Fall im Ermessen der Hausbank, wie meine Kollegin die Verhandlung vorher schon erwähnt hat, es liegt im Ermessen der Hausbank, welche Besicherung sie bis zu einem Risiko von 500.000 Euro hereinnimmt. Das haben wir neu aufgestellt, um eben diesen Flaschenhals der Sicherheiten zu entzerren. Und es können durchaus auch Unternehmen mit nicht AAA-Bonität und nicht mit besten und auskömmlichen Sicherheiten im Rahmen unseres zinsgerechten Systems an den Corona-Schutzschirmkredit kommen. Das alles ist sichergestellt von unserer Seite. Und von dem her ist die Frage nach den Sicherheiten eine Frage, die natürlich der Unternehmer mit seiner Hausbank klären muss. Zur Abklärung der Notwendigkeit empfehle ich im individuellen Fall nochmal der Anruf bei uns in der Förderberatung, wo hier nochmal sich eine Information eingeholt werden kann, damit man hier auch nicht eventuellen Lücken im Informationsbereich auf der Bankenseite eventuell aufgesessen wird. Gut, jetzt noch eine andere Frage, die uns hier erreicht, vielleicht ein bisschen umformuliere. Sie hatten ja vorher bereits auch erwähnt, dass hier viele kraftvoll oder dass hier viele die Politik viele Entscheidungen getroffen hat. Auch unser Eindruck ist, dass hier viel entschieden worden ist und dass es auch extrem schnell vieles weitergeht. Vielleicht nur so eine interne Einschätzung von Ihrer Seite. Unser Eindruck ist schon, dass hier die Zusammenarbeit jetzt gerade in Zeiten der Krise enorm unbürokratisch und schnell läuft und dass auch die Behörden und die Ministerien hier sehr eng zusammenarbeiten. Täuscht das oder ist das jetzt wirklich ein besonderer Krisenmodus, in dem die Dinge
ungewöhnlich oder sehr, sehr gut funktionieren? Also ich kann absolut bestätigen, dass die Zusammenarbeit mit den Ministerien, mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Finanzministerium, mit der Staatskanzlei, mit allen Behörden, mit unserer Bundesförderbank, der KfW, außerordentlich gut läuft und dass ich den Eindruck habe, dass vieles, was sonst nicht möglich gewesen wäre, jetzt möglich gemacht wird. Es ist eine ganz besondere Situation. Alle ziehen an einem Strang, alle sind rund um die Uhr damit beschäftigt, die Wirtschaft am Laufen, am Leben zu halten. Und von dem her bin ich eigentlich sehr optimistisch, was unseren Spirit hier betrifft. Also finde ich wirklich ein ganz toller Geist, der hier von Seiten der Politik, der Behörden, der Verwaltung herrscht. Und wir erleben hier sehr viel Unterstützung auf allen Seiten. Das ist doch schon fast ein sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. An der Stelle, Optimismus hilft hier auch. Und als Unternehmer sind wir auch grundsätzlich immer optimistisch. Und natürlich, glaube ich, kann man sagen, dass viele Leute zusammenhelfen an der Stelle. Und natürlich nicht immer alles funktioniert. Aber was uns so an Nachrichten erreicht, ist es doch enorm, was gerade geleistet wird. Ich würde jetzt an der Stelle auch unseren Teilnehmern, die jetzt auch immer wieder fleißig Fragen reingeschickt haben, vorschlagen, wenn es weitere Fragen gibt, die einfach über Facebook oder auch direkt an den Wirtschaftsbeirat als E-Mail zu schicken. Wir geben das, wenn wir dürfen, gerne weiter an die LFA zur Beantwortung. Ich möchte mich an der Stelle jetzt nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Mitnehmen, fürs Mitdiskutieren, für die kompetenten Antworten in einer nicht ganz einfachen Zeit aus dem Homeoffice. Und würde jetzt dann auch nochmal die Daten einblenden, Ihre Kontaktdaten von der LFA, für die, die möglicherweise direkt noch Kontakt aufnehmen wollen. Und vielleicht auch noch die Bitte an unsere Zuhörer heute, wenn Sie uns auch Feedback über dieses Format geben. Wie gesagt, es war für heute eine Premiere für uns. Es würde uns sehr helfen, wenn Sie uns mitteilen, wie Sie es gefunden haben, was für Verbesserungsvorschläge es gibt. Wir arbeiten daran, wie gesagt, das sind Formate, die wir bereits geplant hatten ohne die aktuelle Krise und die wir sicherlich auch in Zukunft weiter anbieten werden. So gesehen ist es für uns sehr hilfreich, wenn Sie uns hierzu Feedback geben. An der Stelle nochmal meinen herzlichen Dank an den Herrn Albert und die Frau Hammel und an Sie alle fürs Zuhören und bitte auch eine große Bitte, bleiben Sie gesund, bleiben Sie daheim, alles wird gut. Vielen Dank.